Also ich zahle jetzt keine Runde, damit es gleich mal klar ist. Letzte Runde. Herzlich willkommen bei der Java User Group. Erstmal vielen Dank an Cynix, dass sie heute wieder hier die Location bereitstellt. Ich habe gehört, nachher gibt es auch noch was zu essen. Und vielen Dank an Jörg und Johannes, die aus Hamburg hergekommen sind, um hier einen tollen Vortrag zu halten. Und ich soll noch was loswerden. Und zwar, morgen ist eigentlich Search Meetup, aber das entfällt, weil da einer von uns wieder krank ist. Also mal zwei Wochen verschoben auf 23. Genau, 23. Und dann viel Spaß. Ja, danke. Also wie gesagt, danke auch nochmal fürs Hosten und danke auch an dich fürs Organisieren. Eine Frage vorweg, Deutsch oder Englisch? Deutsch, 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 irgendwer was dagegen? Dann bleiben wir doch bei Deutsch. Genau, wir wollten mit euch etwas über Container-Orchestrierung mit Apache Mesos beziehungsweise der Alternativtitel wäre DCOS for Java Developer. Um einfach mal kurz den Überblick zu haben, wie viele ihr schon über diese Themen kennt. Wer kennt sich mit Containern und Containerorchestrierung bereits aus oder hatte schon Kontakt mit dem Thema? Ungefähr die Hälfte. Wer hat schon mal mit Apache Mesos zu tun gehabt? Weniger, aber trotzdem noch ein paar Hände. Und DCOS spezifisch? Beinahe die Überlappung mit Mesos. Und dann Java? Yay! Da ist eine Hand unten geblieben, okay. Für die, die noch nicht im Guest-WLAN sind und vielleicht noch das Guest-WLAN brauchen, wir haben es hier einmal nett mit draufgeschrieben. Kann man sich, glaube ich, aber auch sonst relativ einfach merken. Recht nette Passwortgenerierung. Gut, und damit würden wir dann auch anfangen. Wir, das sind der Johannes und ich, wir sind beide bei Mesos 4 in Hamburg und mein Titel ist hier offiziell Distributed Systems Engineer. Das heißt eigentlich, ich bin eher an dieser Apache Mesos, also sozusagen an dem Core und auch eher auf der C++-Seite als auf der Java-Seite. Aber da haben wir Gott sei Dank dann den Johannes mit dabei, der Distributed Applications Engineer ist. Das heißt, der darf sich halt den ganzen Tag mit Java, Scala und solchen netten Themen beschäftigen. Und ja, wir würden euch gerne etwas darüber erzählen, was zum Beispiel Johannes da gerade genau mit Marathon macht, was wir mit Containern machen und wie man das Ganze halt auch aus dem Java-Land sozusagen ansprechen kann. Java-Land wäre dann auch direkt das nächste Thema. Wir haben, glaube ich, draußen auch schon gesehen, da habt ihr auch hier schon Flyer rumliegen. Wir haben hier sonst auch nochmal Flyer fürs Java-Land. Da sind wir sonst auch mit einem Talk und einem Workshop vertreten. Und ich glaube, das ist auch insgesamt relativ interessant. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Worte mehr zu sagen zum Java-Land. Ja. Hm? War schon mal jemand auf der Java-Land? Es ist eine super Konferenz mit Rollercoastern im Phantasialand drin. Zwei Tage mit sehr vielen tollen Talks und Workshops. Und ja, also ich glaube, es ist relativ nah ausgebucht. Also wenn man jetzt noch hin möchte, muss man sich beeilen. Seinen Chef zu überzeugen ist natürlich total einfach, weil da sind total tolle Speaker mit total tollen Talks, sehr gut organisiert und außerdem sind wir da. Ach so. Ja, genau. Also da gibt es auch auf diesen Flyern drauf für Java User Groups gibt es, glaube ich, 20% Rabatt, wenn man in so einer Java User Group mit Mitglied ist. Das ist eine ganz schöne Sache. Super. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir da auch noch viele von euch wieder treffen. Und ja, damit können wir da eigentlich auch einsteigen. Und ich würde gerne so ein bisschen damit anfangen, was eigentlich die Motivation ist. Weshalb brauchen wir eigentlich überhaupt all diese Systeme? Weshalb können wir das nicht einfach so machen, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben? Und da würde ich gerne so ein bisschen durch die Geschichte des Computings eigentlich gehen. Am Anfang war das alles noch relativ simpel. Das war ein großer Monolith. Übrigens, die Referenz, wem sagt die Referenz was? Ich frage gleich nochmal, wir haben noch ein paar mehr drin. Ich hoffe, bei der dritten Folie dann spätestens haben wir ein paar mehr Hände für diese Filmreferenz hier. Gut, also am Anfang war es eigentlich alles relativ simpel. Dieser ganze Stack, wie es aufgebaut war, da war ein großer Computer im Rechenzentrum, wir hatten ein Betriebssystem drauf und dann lief halt unsere Applikation drauf. Super simpel und auch relativ einfach dafür halt die Applikationen zu schreiben. Mit dem Internet hat sich das erstmal nur ein ganz klein bisschen verändert. Wir hatten halt Remote User mit dazu bekommen. Aber das hatte halt den großen Nachteil, dass wir plötzlich skalieren mussten, weil halt ein so eine Maschine hat dann nicht mehr gereicht.
Und das heißt, wir waren halt relativ schnell bei so einem Bild, wo wir halt dann erstens mehrere Rechner da stehen haben. Und das heißt, wir müssen uns um so Themen kümmern, wie Load Balancen wir, was machen wir, wenn einer dieser Rechner ausfällt. Und es hat dann halt auch Auswirkungen, wie wir halt unsere Applikation schreiben und deployen wollen. Da haben wir halt schnell mitbekommen, dass halt so eine große monolithische Applikation vielleicht nicht das Wahre ist, wenn wir die auf jedem Rechner aufrollen, und haben halt angefangen, unsere Applikation in ja mehrere Services zu unterteilen, also einfach Separation of Concerns und so weiter, haben wir wahrscheinlich alle auch schon mal mit zu tun gehabt. Und eine Sache, die dann da halt schon angefangen hat mit reinzuspielen, ist ganz einfach Dependency Management. Das heißt, jeder meiner Services kann halt andere Abhängigkeiten haben. Ich kann unterschiedliche Java-Versionen benötigen. Ich kann, gerade bei Python finde ich es immer sehr, sehr nervig, zwischen Python 2, Python und so weiter, da die unterschiedlichen Dependencies richtig hinzubekommen. Und das wurde halt noch schlimmer sozusagen mit Microservices. Wir haben zwischendrin dann probiert, hier statt den Maschinen halt virtuelle Maschinen reinzuziehen. Dann halt haben wir halt VM-Images, wo wir alle Dependencies vorher reingebackt haben. Und für so, wenn ich wenige Services habe, dann funktioniert das auch noch ganz gut. Aber sobald ich dann halt mit Microservices ankomme, wo ich halt meine Applikation nicht mehr nur in so 2, 3 Services runterbreche, sondern halt in ganz viele kleine, dann habe ich halt plötzlich wieder genau dieses Dependency-Hell eigentlich sogar, weil ich wirklich jetzt aufpassen muss, auf welchem Betriebssystem, auf welchen dieser Maschinen habe ich welche Services zur Verfügung, wo kann ich welchen Service deployen. Und so die zweite Sache ist dann auch ganz einfach, wie ich halt mit Fehlern umgehe. Das heißt, wenn ich hier meine Microservices deployed habe, muss ich ja immer gucken, dass die überall laufen. Wie kann ich sie neu starten? Starte ich sie auf dem richtigen Rechner neu? Das heißt, ich muss halt schon relativ viel einfach machen, damit ich diese ganzen Services plötzlich deployen kann in meiner großen Infrastruktur, wo das halt mit so einer monolithischen Applikation, das war halt eine Applikation zu deployen, und jetzt habe ich auf einmal eine ganze Menge Services, um die ich mich kümmern muss. Microservices, was ich daran immer sehr schön finde, ist halt gerade unten in dieser Definition mit drin, ist halt besonders dieses individually scalable. Also zum einen kann ich halt bei Microservices einzelne Teams haben, die halt für einen ja, Subteil, für einen dieser Microservices verantwortlich sind, oft dann auch wirklich von der Entwicklung bis hin zum Deployment, und ja, die ownen sozusagen wirklich das gesamte Topic und alles sozusagen um diesen Microservice drumherum. Und den anderen Vorteil finde ich ganz einfach, dass ich halt jede dieser einzelnen Komponenten halt sowohl dann halt unabhängig voneinander entwickeln kann, aber halt auch unabhängig voneinander deployen und skalieren kann. Das heißt, früher war es halt so, wenn ich halt mehr Nutzer hatte, plötzlich wurde die Web-App irgendwo langsam, musste ich meistens also entweder die Datenbank irgendwo hochskalieren, auf eine größere Maschine packen oder halt sozusagen meine Web-App, neue Application-Server ausrollen. Und jetzt kann ich halt wirklich gucken, welcher dieser Services ist mein Bottleneck und den individuell skalieren, und ich muss halt nicht diesen ganz großen Block auf einmal skalieren. Gut, das bringt uns dann noch einmal zurück zu dem Bild, und zwar zu dieser Dependency Hell. Wenn ich auch gerade alles einzeln skalieren kann, muss ich halt wiederum halt gucken, auf welchen dieser Nodes, auf welchen dieser Maschinen kann ich das jetzt denn überhaupt skalieren? Welche Maschine hat all die Dependencies, die ich für diesen einen Microservice brauche? Und das ist halt was, wo Container halt dann sehr, sehr populär wurden. Wer hat Docker schon mal selber auf seinem Laptop benutzt? Ja, alle, okay. Und ich finde Docker, finde ich gerade so auf dem Laptop, das ist halt eine super Erfahrung. Ich kann da hingehen, inzwischen kann ich das sogar relativ gut auf Mac machen. Ich kann mein eigenes Image entwickeln, ich kann dieses Image auf einer anderen Maschine starten, und zack, habe ich halt meine Applikation zusammen mit all diesen Abhängigkeiten auf der anderen Maschine am Laufen, und ich muss mir eigentlich nicht groß Gedanken machen. Super, das läuft alles einfach. Es wird halt etwas schwieriger, wenn wir darüber hinausgehen, wenn wir halt anfangen. Also hier, das wäre jetzt sozusagen das, was wir auf der lokalen Maschine haben. Ich habe da meine Container-Runtime, was bei den meisten wahrscheinlich dann Docker sein wird. Aber wenn ich das jetzt halt wirklich in diesem Produktionssetting und nicht mehr auf meinem Laptop plus halt vielleicht einem Produktionsserver machen will, dann muss ich mich halt um sehr viel andere Sachen noch kümmern. Und vielleicht so ein Beispiel dafür ist, wie Twitter das am Anfang gemacht hat. Bei Twitter war es halt auch so, die haben relativ schnell auf Container gesetzt, und die haben sich dann jeden Freitag zusammengesetzt, und jeden Freitag haben sie halt mal durchgezählt, wie viele Container von jedem Service halt noch am Laufen waren. Dann hatten sie eine Tagezahl, das ist zum Beispiel hieß, wir brauchen 100 Container von
Nginx für den und den Service zum Beispiel, haben sie am Freitag geguckt, oh, da laufen nur noch 89, müssen wir 11 nochmal irgendwo neu starten. Und das ist halt auch natürlich nicht das, was ich haben will. Ich will, dass die halt automatisch irgendwo neu gestartet werden. Und das heißt, ich brauche halt noch einiges mehr drumherum. Und das ist halt genau dieses Thema Container Scheduling, Container Orchestration. Und Container Scheduling ist so der erste Teil, der erste Subteil. Der zweite, worum wir uns kümmern müssen, ist halt Resource Management. Haben wir das richtige Boot sozusagen für unseren Container hier? Und dann der dritte Subteil, um den wir uns halt kümmern müssen, ist halt Service Management. Bei Service Management geht es dann halt darum, wie kann ich sozusagen mehrere dieser Container miteinander verbinden. Das heißt, ich muss ja dann irgendwo hingehen. Ich habe ja dann meinen, zum Beispiel meinen Nginx-Container, der muss irgendwo mit vielleicht nochmal mit dem Backend reden, da ist noch eine Datenbank involviert und wie können diese ganzen verschiedenen Container miteinander reden, das ist halt, was wir so unter Service Management eigentlich verstehen. Also hier das vielleicht nochmal weniger bildlich und mit mehr Text. Container Scheduling, das ist halt wirklich das, wie bringe ich jetzt diesen Container in meine große Produktionsumgebung, wo ich dann halt ja meine 10 bis 10.000 Maschinen irgendwo stehen habe. Das heißt, es geht um Themen wie Platzierung, Rescheduling, also genau das halt automatisch, wenn einer dieser Container irgendeinen Fehler hat, dass der neu gestartet wird und ich dieses Constraint zum Beispiel bei Twitter, dass ich immer 100 Container von dem Typ am Laufen haben möchte, dass ich das halt immer einhalten kann. Dann spielen natürlich auch so Themen mit rein, wo wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie kann ich das Ganze natürlich auch upgraden? Also das ist ja das, was häufig halt auch vergessen wird. Es ist immer toll, wenn man so die erste Demo am Laufen hat. Cool, jetzt läuft das alles und das ist das, was wir später auch machen möchten. Aber in Produktivszenarien muss ich auch einfach irgendwo hingehen. Ich muss sowohl halt die Infrastruktur selber upgraden können. Das ist was ich zum Beispiel bei Docker sehr, sehr lange gehasst habe, dass ich einfach, sobald ich den Docker-Daemon updaten will, ich alle Container, die auf der Maschine laufen lasse, auch abschießen muss, was einfach, finde ich, ein No-Go für Produktionsszenarien, das klingt auf Deutsch mal wieder sehr toll, für mich ist. Aber ich muss natürlich auch einfach die Möglichkeit haben, die Applikation selber abzugraden. Wenn ich da jetzt meine 100 Container irgendwo am Laufen habe, die sogar noch irgendwas User-Facing haben, kann ich nicht hingehen und sagen, okay, ich starte die jetzt alle auf einmal neu, also ich fahre alle 100 runter, starte 100 neue und während der Zeit ist meine Applikation nicht erreichbar. Nee, da brauche ich halt auch Strategien, die das einfach sozusagen ermöglichen, dass der User davon eigentlich gar nichts mitbekommt. Also das ist so das, was wir unter Container Scheduling verstehen. Resource Management ist dann eigentlich ein bisschen drunter. Da geht es dann halt genau darum, wie kann ich zum Beispiel auch die Isolation haben bei Memory, CPU. Wie kann ich jetzt auch, was relativ so ein neuer Trend ist, GPUs verwalten, halt für diese ganzen Machine Learning Szenarien, wo ich dann auch plötzlich einmal auch GPUs gerne isolieren und verwalten möchte. Ports ist auch immer noch ein sehr schönes und teilweise schwieriges Thema. Wie kann ich diese Apps dann natürlich auch exposen, wo sie dann teilweise Ports als Ressourcen brauchen? Und wie kann ich halt auch die ganzen Images und Artefakte verwalten? Also das verstehen wir so unter Resource Management. Und dann das Service Management, das ist halt, wie eben gesagt, ist sozusagen, wie kann ich mehrere Container verwalten? Wie kann ich auch als Load Balancer davor damit umgehen? Das heißt, dass ich sowas habe wie Health Checks und wenn irgendwas unhealthy ist, wird der Load Balancer halt die anderen 99 Instanzen nur noch betrachten, aber nicht mehr diese eine, die kaputt ist. Wie kann ich Readiness-Checks haben, die mir halt sagen, oh, jetzt ist die Datenbank initialisiert und jetzt kannst du diesen Container auch wirklich benutzen. Und halt dann genau auch Dependencies. Also wenn ich zum Beispiel meine Web-App hat halt die Dependency, dass sie halt unbedingt die Datenbank braucht, sonst stürzt sie ganz kläglich ab, was meistens eine schlechte Architektur ist, aber bei so alten, migrierten Workloads häufig noch passiert. Und genau, wie kann ich dann halt auch mich untereinander halt finden? Also das wäre halt Service Management das Thema. Und das heißt, das Bild, was wir halt haben, hat halt nicht mehr nur hier die Container Runtime, sondern braucht halt genau diesen Orchestration Layer noch dazwischen, wo es dann halt auch ja mehrere Lösungen gibt. Wo wir heute drüber reden werden, ist dann halt also DCOS mit Marathon. Also Marathon ist genau das Projekt, wo zum Beispiel der Johannes mit dran arbeitet. Sonst gibt es auch so Sachen wie Kubernetes, die halt auch gerade Container Orchestration machen können. Aber was zwischendrin natürlich auch noch passiert ist, wir sind halt nicht nur bei dem Container-Management stehen geblieben, es gibt halt auch noch das ganze MapReduce und Big Data-Thema. Und das gibt uns halt nochmal einfach neue Herausforderungen für das moderne Datencenter,
weil auf einmal fange ich halt an, meinen Cluster statisch zu partitionieren. Das heißt, was wir halt häufig auch noch bei Usern oder Kunden sehen, die haben halt ihre 100 Nodes im Keller stehen und die gehen jetzt halt dahin und sagen halt, die ersten 20 Nodes nehme ich für Apache Flink, da mache ich mein Stream Processing drauf. Dann habe ich da nochmal 10 Nodes, wo mein Cassandra-Cluster drauf läuft. Dann habe ich hier meine 50 Nodes, wo vielleicht meine Microservices drauf laufen und so weiter und so weiter. Das heißt, dass ich halt hingehe und sozusagen Nodes zu verschiedenen Rollen assigne, für die sie halt, oder Subcluster, für die sie zuständig sind. Und das hat halt mehrere Nachteile. Zum ersten ist es mal das, was passiert, wenn jetzt eine dieser Nodes, zum Beispiel gerade hier in dem Microservice-Bereich, was ja häufig dann das ist, was der Nutzer im Endeffekt zu sehen bekommt, was mache ich, wenn da eine Node sozusagen fehlt? Oder vielleicht sogar 10 Nodes. 10 von meinen 50 Nodes fallen aus. Das heißt, das ist häufig dann schon was, was die Nutzer in Latenz etc. beeinträchtigen kann. Und dann ist es halt häufig wieder so, dass doch jemand hingehen muss und ja, vielleicht 10 Nodes aus dem Flink-Cluster rausnehmen muss, darüber schieben muss, damit einfach die Nutzer wieder mit der gewohnten Latenz an meine Website oder an meinen Webshop, was auch immer, kommen können. Genau, das sind hier halt gerade die Failing-Nodes. Dann das zweite Problem bei der statischen Partitionierung ist, dass ich im Normalfall relativ schlechte Ressourcenausnutzung hinbekomme. Das, was wir häufig bei Usern und Kunden sehen, sind irgendwo so zwischen vielleicht 15 bis 25%, weil ich halt jeden dieser Subcluster ja für die maximale Workload auslegen muss. Das heißt, normalerweise haben wir so gewisse Nutzungspattern, wie hier zum Beispiel, wenn ich jetzt meine analytischen Jobs habe, die laufen meistens dann irgendwo nachts. Wenn ich meine Java-Applikation habe, das ist vielleicht eher was, was tagsüber ist, weil das ist das, wo die Nutzer drauf zugreifen. Und das sind eigentlich dann Pattern, wo ich nicht jeden Subcluster für die maximale Workload halt auslegen möchte, sondern was ich eigentlich gern möchte, ist sozusagen das alles übereinander legen und ich möchte nur für die, ja, zusammen addierte maximale Workload meinen Cluster haben und damit halt wirklich Ressourcen sparen. Und das ist halt genauso ein bisschen die Vision hinter Mesos und DCOS, dass wir halt hingehen können und nicht mehr meinen großen Cluster als individuelle Nodes betrachten, sondern wir betrachten das sozusagen einfach als einen Pool an Ressourcen. Das ist halt ähnlich wie mit meinem Laptop hier. Mir ist gerade relativ egal, beziehungsweise deinem Laptop, mir ist aber trotzdem relativ egal, wo jetzt gerade der Chrome drauf läuft, welche der CPUs er benutzt, welchen Bereich im Memory er benutzt. Das ist halt genau das, wo das Betriebssystem dafür da ist. Ich sage einfach, hey, Chrome, lauf. Chrome braucht so und so viele Ressourcen und das Betriebssystem kümmert sich eigentlich genau um das Resource Management unten drunter. Und das ist halt die ähnliche Version, die DCOS. Also DCOS steht für Data Center Operating System, sozusagen für das Datencenter anbietet. Ich will sozusagen die Abstraktion haben, ich sage, hey, lauf in meinem Data Center. Mir ist dann relativ egal, auf welcher Node er läuft, solange ich halt immer weiß, dass er 100 Instanzen a 2 CPUs zum Beispiel zur Verfügung hat. Und was dann halt beim Datacenter halt noch mit dazu kommt, sind dann halt diese Sachen mit Failover. Das wird in meinem oder deinem Laptop nicht so häufig passieren, dass da jetzt eine der CPUs ausfällt, dass eine der CPUs vielleicht sogar kurzfristig nicht erreichbar ist. Aber das ist halt auch noch etwas, wo wir nachher darauf zu sprechen kommen, was sozusagen Mesos bzw. DCOS macht in diesen ganzen Fehlerszenarien, damit es einfach am Laufen bleibt. Mesos selber hatte den Ursprung eigentlich an der UC Berkeley und das war ein Class-Projekt, wo die angefangen haben, sich Gedanken darüber zu machen, was sie jetzt machen können, um mehrere zum Beispiel Hadoop-Cluster auf einer Shared-Infrastruktur auszuführen. Das Interessante ist, wer von euch kennt Spark, Apache Spark, hat damit schon mal was gemacht? Apache Spark ist genau an demselben Lab entstanden und Apache Spark ist eigentlich damals so als Demo-Projekt entstanden, um zu zeigen, wie einfach es ist, mit diesem Mesos, mit den Mesos-Primitiven eigentlich sozusagen ein neues Framework zu schreiben. Und ist inzwischen eigentlich, ich glaube, ja, Spark ist populärer als Mesos, hat sich sozusagen zum eigenen Projekt da entwickelt. Mit Mesos ging es aber so weiter, die haben das dann bei Twitter mal vorgestellt und Twitter damals hatte halt diese wirklichen Skalierungsprobleme. Also viele kennen vielleicht noch so diesen Fail-Whale, der dann immer halt bei Fehlern mit angezeigt wurde, wenn irgendwas nicht okay war. Und intern deren Hauptprobleme waren einfach, dass sie auf der einen Seite
ihre Ressourcennutzung so schlecht war, dass sie gar nicht schnell genug neue Rechner ins Rechenzentrum stellen konnten, wie die Nutzer halt mit dazu kamen. Und das Zweite war auch, dass es ganz einfach sehr, sehr lange gedauert hat, bis sie neue Sachen halt in Produktion ausrollen konnten. Das heißt, wenn sie jetzt eine getestete neue Version hatten, hat es halt oft dann noch 2 bis 3 Wochen gedauert, bis die dann halt in Produktion laufen konnte. Und das hat halt sowohl dann die Entwickler frustriert, das hat die Operator frustriert und Ben, also einer der Gründer hier mit, die damals an der UC Berkeley das entwickelt haben, hat dann damals einen Tech Talk gegeben und Twitter hat sich dann relativ schnell dafür entschieden und was ich auch sehr positiv fand, die haben sich halt auch relativ schnell entschieden, das Ganze als Open-Source-Projekt weiterzutreiben. Dadurch hat es dann zum Beispiel Airbnb auch sehr schnell übernommen. Und in Ende 2010 war es dann Incubator-Projekt bei Apache. Und ich glaube, knapp 6 bis 9 Monate später, ich müsste das genaue Datum nochmal nachgucken, war es dann halt auch ein Apache-Top-Level-Projekt. Es gibt relativ viele Mesos-Nutzer und auch relativ viele große Namen dabei, also Twitter, PayPal, Netflix, wer immer schon mal Siri auf dem iPhone benutzt hat, hat auch schon mal Mesos unten drunter benutzt. Das heißt, da gibt es halt auch relativ viele große Cluster, die da drauf laufen. Und das ist für mich gerade als Mesos-Entwickler, das ist auf der einen Seite, das ist halt cool, wenn man dann halt eine E-Mail von Apple bekommt, hey, du hast gerade unseren Cluster da so und so viel schneller gemacht, 0,5% oder so. Auf der anderen Seite ist es halt auch ziemlich nervig, weil gerade so die Code-Review und Anforderungen, bis irgendwas halt ins Projekt reinkommt, halt sehr, sehr hoch sind. Also gibt sowohl die dark und auch die helle, freudige Seite dazu. Was man da jetzt vielleicht schon sehen kann, all diese großen Firmen, die haben halt relativ große Engineering-Teams gehabt. Das heißt, Mesos selber ist halt wirklich nur, wie hier steht, ein Cluster Resource Negotiator. Wir werden gleich noch etwas genauer sehen, was es mit diesem Term auf sich hat. Aber das heißt, ich brauche halt noch einfach Tooling drumherum. Das heißt, ich brauche halt irgendwo einen Scheduler, der dann halt wirklich meine Container scheduled, was halt in unserem Fall DCOS dann halt das Marathon, was wir gleich noch auch etwas genauer kennenlernen werden, ist. Ich brauche halt so Themen wie Service Discovery etc. Das heißt, Mesos selber ist halt, was wir halt bezeichnen, ist einfach nur der Kernel dieses Betriebssystems, dieses DCOS. Und das war halt genau auch für uns die Motivation, damals dann halt DCOS drumherum zu entwickeln, weil nicht jedes Team, was halt so ein Cluster aufbauen will, hingehen kann und ein eigenes Team für Service Discovery, ein eigenes Team für einen Scheduler haben kann. Und DCOS ist sozusagen einfach all das drumherum, wenn ich hier nochmal eine Slide zurückspringe, ist sozusagen einfach alles das drumherum, was man halt braucht, um das wirklich in Produktivszenarien laufen zu lassen, während Mesos selber halt ja der Kern des Ganzen sozusagen ist. Kurz noch einmal drauf, wo dieser Term herkommt, Cluster Resource Negotiator, oder dass wir auch kurz verstehen, was mit dem Term Scheduler gemeint ist. Mesos bezeichnet sich als Two-Level-Scheduler, das heißt, Mesos selber ist halt nur dafür verantwortlich, hier ist sozusagen der Abstraktionslayer, eine Trennschicht zwischen den Ressourcen unten drunter und halt sozusagen den Applikations-Schedulern oben drüber. Und das heißt, die Aufgabe von Mesos ist halt, er wird jetzt hier, wenn hier unten... Habe ich das gleich? Nein, habe ich nicht. Ah, dann muss ich es einmal so erklären. Wenn jetzt hier unten einer dieser Agenten sagt, hey, ich habe gerade 10 CPUs frei, ich habe 10 GB an RAM frei, dann ist es Aufgabe des Mesos Masters, das sozusagen obendrauf dem Scheduler anzubieten. Diese Scheduler, das sind halt dann die Teile, die die applikationsspezifische Logik implementieren. Die ist nämlich auch wirklich unterschiedlich für verschiedene Frameworks. Also wenn ich jetzt hier Marathon, das ist halt der Container-Scheduler. Myriad, das ist ein anderer Scheduler, der es mir erlaubt, Yarn auf sozusagen Mesos auszuführen. Dann gibt es noch andere Scheduler, es gibt zum Beispiel einen HDFS-Scheduler, es gibt einen Cassandra-Scheduler und all diese verschiedenen Frameworks haben halt sehr unterschiedliche Anforderungen. Zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel HDFS. Wenn ich zum Beispiel 2 Name-Nodes auf einmal habe, die
fehlen, die plötzlich weg sind, weil da meine Cloud-Instanzen abgeraucht sind, weil Amazon mal wieder ein Outage hatte oder irgendwie sowas, da muss ich halt schon sehr gezielt rangehen. Dann ist es im normalen Cluster so, da müsste halt jetzt ein Operator hingehen, an die Journal-Nodes gehen und sozusagen die Name-Nodes recovern. Und das ist halt Logik, die ich halt in so einen Scheduler mit reinpacken kann, dass der ganz einfach auch, wenn beide Name-Nodes gerade weg sind, einfach eine neue Name-Node bzw. zwei neue Name-Nodes starten kann. Und das sind dann natürlich auch andere Scheduling-Anforderungen, als ich sie habe für einen Cassandra-Scheduler oder einen Scheduler, der dann einfach immer den Container sozusagen neu startet, also für Stateless-Container zum Beispiel. Und das war sozusagen genau die Motivation, dieses applikationsspezifische Scheduling-Logik in diese Application-Scheduler aufzuteilen, während halt der Mesos Master nur dafür verantwortlich ist, die Ressourcen wegzuabstrahieren und halt auf der anderen Seite ein sehr, sehr einfaches Interface zu bieten, damit ich diese Applikations-Scheduler sehr, sehr einfach schreiben kann. Und ja, das ist genau das, was wir halt mit Two-Level-Scheduling sozusagen beschreiben. Es gibt einmal den Allocation-Part, wem teile ich welche Ressourcen zu, das ist halt Mesos selber. Und dann halt die Scheduler, die sozusagen dann wirklich diese applikationsspezifische Logik, das ist häufig dann halt die Logik, wie starte ich meine Applikation, habe ich gewisse Dependencies, dass zum Beispiel meine Name-Nodes erst da sein müssen, bevor ich meine Data-Nodes starte. Das sind dann halt sozusagen die Logik, die ich in so einen Applikationsscheduler reinpacken würde. Persistence würde ich kurz aus Zeitgründen nur ganz schnell rübergehen. Mesos bietet mir verschiedene Wege an, wie ich Persistence haben kann, weil auch da habe ich wieder verschiedene sozusagen Applikationen, die jeweils verschiedene Anforderungen haben. Also so die sehr einfachen Applikationen, wie einfach so ein Nginx-Server, dem es eigentlich egal ist, wenn jetzt sein State jetzt weg ist. Das ist sowas, was ich ganz einfach neu starten kann. Auf der anderen Seite habe ich dann so diese Stateful Services, wie zum Beispiel Cassandra, Couchbase, MongoDB, Neo4j, die in sich selber schon eine Replication haben. Das heißt, Cassandra hat ja sozusagen seine Daten schon auf mehrere Nodes verteilt. Das heißt, es kann damit umgehen, wenn plötzlich eine dieser Nodes weg ist und wird dann die sozusagen re-replizieren. Das heißt, die wollen eigentlich schon Persistent Storage haben. Das heißt, wenn der Cassandra Task jetzt sozusagen auf einer Node fehlt oder wenn ich Cassandra sozusagen upgraden möchte, will ich ja schon, dass meine persistenten Daten auf der Node weiter verfügbar sind. Aber da kann ich eigentlich ganz gut damit leben, wenn ich sozusagen persistenten Storage auf der Node habe, der dann natürlich auch schnell verfügbar ist, weil es ja lokaler, schneller Storage ist. Wenn ich jetzt sowas habe, wie ich möchte einen einzelnen MySQL-Container in meiner Infrastruktur laufen lassen, der wird natürlich dann mit diesem lokalen persistenten Storage, wird er halt keinen Node-Failure überleben, weil dann wäre die Node weg und damit wären halt die Daten weg. Und das heißt, da bietet mir halt Mesos dann External Storage oder External Volumes an, wo ich dann ja einfach Storage und der unabhängig von der einzelnen Node ist sozusagen auch für meinen MySQL-Container nutzen kann. Genau, das bringt uns dann zu DCOS und wie eben schon gesagt, DCOS nutzt dieses Mesos innen drin als Kern, als Kernel, wenn wir bei der Betriebssystemanalogie bleiben, aber bietet mir sozusagen einfach noch diese ganzen Services drumherum. Also wir werden gleich sehen, da ist ein UI mit drin, da ist Service Discovery mit drin, das ganze Security, User Management, Monitoring und so weiter. Und das Ganze, diese Kombination gibt mir dann halt relativ viel Flexibilität. Ich kann halt obendrauf, kann ich sowohl halt meine Microservices als halt auch diese ganzen Big Data Frameworks, Hadoop, Flink, Spark etc. laufen lassen. Aber ich habe halt auch die Flexibilität nach unten, wo ich halt auf jeder Infrastruktur laufen kann. Das heißt, ich kann mir halt aussuchen, ob ich jetzt auf AWS laufen möchte, ob ich auf Azure laufen möchte oder halt in meinem eigenen On-Prem Data Center. Teilweise ist es sogar so, das Thema Hybrid Cloud, wo ich halt anfange, meine über verschiedene Data Center sozusagen hinwegzugehen. Das kann ich damit auch machen. Da sind so ein paar Fallstricke mit dabei, wie genau ich es verteilen möchte. Aber weil ich einfach diesen Abstraktionslayer innen drin habe, kann ich auch anfangen, sozusagen mein Core meines Data Centers ist On-Prem und wenn ich dann halt mal Burst Workloads habe, dann hole ich mir noch ein paar AWS-Instanzen mit dazu. Also solche Szenarien sind halt denkbar, weil ich halt nach unten hin auch einfach flexibel bin. Und genau, ist halt, DCOS ist ein Open-Source-Projekt,
auf DCOS.io kann ich ganz einfach hingehen. Da sind Installer sowohl halt für die ganzen Clouds mit dabei, als halt auch für On-Prem. Das heißt, kann man auch einfach mal hingehen, das ausprobieren. Aber Johannes wird uns das jetzt auch einfach mal zeigen, damit wir das nicht selber ausprobieren müssen. Das müsst ihr uns zu der Demo bringen, nicht? Ja. Nee, komm. Ja, und zwar möchte ich mit euch eine kleine Geschichte durchlaufen, und zwar die Geschichte von Alice. Alice mag Chuck Norris Witze und möchte ihr Chuck Norris Witze jetzt in 3 mehr oder weniger einfachen Schritten in Produktion bewegen. Also der erste Schritt ist, Alice installiert sich eine MySQL Database, bei MySQL kann sie, und Java auf ihrer Maschine. Der zweite Schritt ist, sie verpackt das in Container und startet das dann mit Docker Compose zusammen. Und der dritte Schritt ist, sie installiert es auf DCOS. Und alles das, was wir für unsere kleine Demo brauchen, ist auf GitHub. Der Link, den werden wir sicherlich irgendwo hier über die User Group verteilen. Kommt ihr zu dem Talk, da ist eine Menge drin, Abstract, Deutsch, Englisch, Slides sind dabei und Installationen, wie ihr das lokal zum Laufen bewegt. Und auch Links, wie ihr das über DCOS.io, wie ihr DCOS installiert. Also da sind Installer drin für, wie Jörg schon gesagt hat, für Local, über Vagrant, dann aber auch für Amazon, Azure und Google Cloud. Für Amazon ist es ganz einfach über CloudFormation Templates. Dann kommt ihr auf diese Seite, könnt dann euch eine Region aussuchen und auf Launch Stack drücken und dann geht das auch schon los. Aber das habe ich schon vorbereitet, keine Sorge. Und zwar gehen wir zurück zu unserer Demo. So. Okay. Wenn ihr in diese Demo reingeht, dann werdet ihr einen Database-Service finden und einen Java-Service. Und im ersten Schritt schauen wir uns das mal lokal an. Also ich habe schon mal die Datenbank installiert, die muss ich dann starten, MySQL Server Start. Und dann kann ich mich einloggen. User Root, kein Passwort, wir sind ja unter uns. Und die Database heißt Chuck. Und wir schauen uns mal die Tabelle an, die heißt dann Jokes. Ist im Endeffekt nicht drin. Da ist eine ID, ein Witz und eine Sprache drin. Und wir schauen uns mal 5 an. Wir schauen uns deutsche Witze an. Und wir brauchen nur 5. Chuck Norris braucht zum Autofahren kein Benzin. Sein Auto fährt aus Angst vor ihm. So. Also da sind auch Witze drin, da sind auch englische Witze drin. Alles gut. The reason this website is still standing is because we are completing Chuck Norris. So. Also deutsche und englische Witze sind drin. Es sind relativ viele Witze drin. Also es gibt auch eine Webseite, die heißt chucknorris.io. Die macht im Endeffekt genau das Gleiche. Da haben wir uns bei dem einen oder anderen Witz vielleicht inspirieren lassen. Wir werden später die volle Bandbreite der Chuck Norris-Witze uns noch genauer anschauen. Okay. Die eine gewisse Varianz hat. In der ja, Qualität. Genau. Also wir werden später noch MapReduce, WordCount auf den ganzen Witzen machen. Also wir werden noch mit viel Chuck Norris zu tun haben. Okay. Also so viel zur Datenbank. Da sind ein paar tausend Witze drin. Alles gut. So. Dann haben wir unseren Java-Service. Wir haben einen ganz simplen Spring Boot. Service. Das ist wirklich sehr einfach. Der wird auf Root-Context gebunden und wir haben so ein paar Konfigurationen, die wir getroffen haben. Wir können deutsche und englische Witze unterscheiden. Okay. Wir werden für jeden gestarteten Java-Service eine Node-ID vergeben. Das ist eine UUID, die, um halt später zu sehen, wenn wir den DCOS skalieren, dass halt unterschiedliche auch wirklich antworten. Und das Gleiche ist mit der Host-Adresse halt auch der Fall. Dass wir halt wirklich sehen, okay, da antworten uns unterschiedliche Hosts und das ist auch wirklich load-balanced. Also ich kann euch ja viel erzählen, nicht? Aber das würde euch dann die Gewissheit bringen. Und wir haben eine Version. Und dieses Add-Value-Annotation in Spring, aus Spring-Configuration, ist eine sehr schöne Sache, weil das, was hier steht, sagt, es wird erst in den Properties, in Java-Properties-Files, nach einem Attribut suchen, das Service-Name heißt. Wenn es das nicht findet, dann schaut es, ob dem Java-Prozess eine Variable übergeben wurde, die Service Name heißt. Wenn es das auch nicht findet, dann guckt es in den Environment Variables nach. Und wenn es das auch nicht findet, dann nimmt es halt 1. Also es gibt auch den Default Value dahinter. Sodass, wenn wir es halt lokal starten, Service Version 2 ist und wir das halt später umgebungsspezifisch immer ändern. Und genau das Gleiche ist mit der Datenbank halt auch der Fall. Ich weiß, das ist jetzt nicht die super beste Idee, seinen MySQL Connection String zu konfigurieren, aber es passt in eine Zeile rein. Okay. Also wir haben irgendwie konfiguriert die Service Version und die MySQL URL. Und wir haben eine UUID und eine Host Address, die wir beim Starten des Services hinterlegen. Okay. Und wir haben ein JDBC Template, das wird dann konfiguriert über diesen String und so weiter. Alles kein neues Hexenwerk. Die Route mit dem
größten Business Code ist Slash. Also ich will einen Witz, einen zufälligen Witz ausliefern. Da gucke ich, ob meine Sprache, mein Accept Languages drin ist. Okay, kein Hexenwerk. Dann frage ich mein JDBC-Template, such mir mal einen random Joke aus der Datenbank raus. Also ich lasse das wirklich die Datenbank machen. Und dann schreibe ich halt ein Ergebnis zurück. Da schreibe ich den Joke rein, das Locale, Node-ID, Version und Host-Address. Also so ein paar Metainformationen um meinen Request drumherum. Und dann habe ich noch eine weitere Route, nämlich slash health. Und wenn man nach oben geht, hatte ich mir einen Boolean definiert, das habe ich euch bisher unterschlagen. Das heißt healthy. Und das ist per Default true. Und solange dieses Boolean true ist, wird eine 200 zurückgeliefert von dieser Route. Und halt der Content healthy sein. Und wenn es aber nicht mehr true ist, dann wird die Route euch einen Null Pointer um die Ohren schmeißen. Und wenn wir aber später sowas machen wie Health Checks, das heißt periodisch checken, ob mein Service noch funktioniert, ob ich den vielleicht neu starten muss, dann werden wir da vielleicht Probleme feststellen oder halt Szenarien, wo dann Marathon, also Container Orchestration, feststellt, oh, meinem Service geht es nicht gut. Ich beobachte das jetzt eine Zeit lang und wenn es dem nach einer gewissen Zeit immer noch nicht gut geht, dann tausche ich durch den gesunden aus. Und das Gleiche kann ich halt, wenn ich einen Put auf die gleiche Route mache, kann ich halt das genau toggeln. Also ich kann halt aus einem Healthy Service einen Unhealthy Service machen, damit ich halt in der Demo diesen Zustand manipulieren kann. Ist jetzt nichts, was man unbedingt in Produktion machen sollte. Okay. Aber unsere Datenbank läuft. Ich kann das Ganze über Maven starten. Das ist ein Spring Boot Projekt. Ich sage Maven Spring Boot Run. So, dann fährt das jetzt. Okay, es muss noch das... ich muss in den richtigen Ordner reingehen. Klar. Gut, dann sehen wir das Spring Boot Logo. Hat geklappt. Okay, super. Dann können wir Localhost 8080 gehen. Und wir sehen Chuck Norris Witze. Wenn Chuck Norris schwimmen geht, wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris. Okay, also es kommen tatsächlich irgendwelche Witze zurück. Ich habe eine reguläre IP bekommen und wenn ich F5 drücke, antwortet mir tatsächlich immer nur dieser eine Service, den ich jetzt gestartet habe. Okay. Okay, also Local Development, Haken dran, haben wir geschafft. Schalten wir den wieder aus. Jetzt wollen wir das in Container verpacken, weil wir haben gelernt, Docker ist toll, um Container auszutauschen, um alle meine Dependencies in einen Container reinzustecken, um vielleicht über Institutionen wie Docker Hub meine Images mit anderen zu teilen. Und jetzt haben wir für den Java-Service ein Docker-File, das ist relativ schlank. Da steht drin, nimm das Jar, was du in Target findest, steck das in den Container rein, nenn das slash appjar expose 8080 und führe dann den Command java jar appjar aus. Also kein großes Hexenwerk. Für die Database ist das im Endeffekt genau das Gleiche. Da haben wir auch ein sehr schmales Docker-File. Es wird das Default MySQL Docker-Image verwendet und das hat die Angewohnheit, dass man über Umgebungsvariablen den User konfigurieren kann. Also ich sage über Umgebungsvariablen, der User heißt Chuck, die Database heißt Chuck, das Passwort heißt Norris und ich möchte irgendein random Root-Passwort haben, weil ich will keinen Root-Zugriff auf die Kiste haben. Und ich adde ein SQL-File an einen speziellen Ort. Und dieser Container ist halt so gebaut, wenn der hochfährt, dann guckt er halt in diesen Folder rein und wenn da drin was ist, dann appliziert er das halt. Und das sind genau diese 4.500 Witze, von denen ich geredet habe. Er hat nämlich das CreateTable, das gleiche, was wir auch gesehen haben hier drin und eine ziemlich lange Zeile, wo ganz viele Chuck Norris-Witze drinstehen. Und ja, also es ist Column 435.000. Also da ist ein bisschen was drin. Okay. Und wir haben gesagt, wir wollen es über Compose machen. Also Docker Compose ist eine Möglichkeit, womit ich mehrere Docker-Container mit einmal starten kann. Und die Konfiguration für Docker Compose, die sieht so aus. Ich starte Database, das ist einfach nur eine Definition von dem Docker-Image. Und dann ist es in Docker Compose so, ich kann Dependencies konfigurieren. Also genau das Gleiche, was wir später im Marathon auch machen werden. Und ich sage, mein Java-Service hängt stark von meiner Datenbank ab. Und dann hat Docker Compose die Angewohnheit, dass er für diese Dependencies diese IDs von den anderen Containern in die etc-hosts reinschreibt. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt in dem Java-Service bin, meine Datenbank über Hostname-Database 3306 halt erreichen. Und das mache ich hier über Umgebungsvariablen. Ich sage, okay, mein JDBC-String ist jetzt Database 3306, Database-Chuck, User-Chuck und Passwort-Norris. Und diesmal habe ich Service-Version 2, weil ich kann das ja jetzt konfigurieren. Und dann kann ich genau das Gleiche, was ich eben halt gemacht habe. Ich habe dann meine Datenbank lokal gestartet, mein Java-Service lokal gestartet. Das könnte ich jetzt machen, indem ich sage Docker Compose up.
Und der würde jetzt für mich erst die Datenbank starten und dann sehen wir wieder das Spring Boot Logo, was halt hochfährt. Und dann könnte ich halt auch diesen Service per HTTP erreichen. Das ist ein bisschen groß. Und jetzt sehe ich, es ist Service Version 2. Ich habe eine echt andere IP und auch eine andere UUID bekommen. Und Chuck Norris wirft keinen Schatten. Die Wand will nur so aussehen wie er. Also ich habe auch, funktioniert genau wie das Gleiche wie vorher. Okay, also wir haben das auch erfolgreich in Docker verpackt. Gut, aber jetzt wollen wir in Produktion gehen. Also wir wollen größer ausrollen, weil ich meine, Docker Compose ist jetzt nichts, was ich unbedingt in Produktion benutzen würde, weil wenn ich jetzt Ctrl-C drücke, dann fährt das halt runter. Das ist halt irgendwie doof für Produktion, nicht? Also wenn ich jetzt hier F5 drücke, ist das weg. Das ist vielleicht nicht das, was ich machen möchte. Docker Compose funktioniert auch nicht so super toll, wenn ich auf mehreren Hosts laufe. Deswegen wollen wir gerne DCOS verwenden. Und DCOS sieht so aus, wenn man sich eingeloggt hat. Also ich bin jetzt hier schon eingeloggt. Man kommt auf ein Dashboard und wir sehen das, was Jörg gesagt hat. Wir sehen die Aggregation unseres Clusters. So wie ich auf meinem Mac, wenn ich diese Activity Monitor sehe, wie viel CPUs, wie viel Memory habe ich frei, so sehe ich das in meinem Cluster auch. Ich sehe, wie viel CPU ist in meinem Cluster aggregiert verfügbar, wie viel Memory ist da verfügbar und wie viel Disk habe ich zur Verfügung. Und wie geht es meinen Services? Also später, wenn wir viele Services starten, seht dann hier, ob die healthy sind oder ob es ihnen nicht gut geht und wie viele Services habe ich eigentlich laufen. Und die Tatsache, dass ich hier in meinem Cluster eigentlich mit 5 Knoten agiere, ist eigentlich nur ein Detail, was mich nicht interessiert, solange es allen meinen Anwendungen gut geht. Und wir können das einfach mal starten. Also alles das, was hier unter Services ist, das ist Marathon, das ist Container Orchestration. Und Marathon erlaubt es mir, per JSON zu definieren, was für Container wo starten sollen oder was für Betriebssystem-Commands wo starten sollen. So kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt einen Task haben oder eine App haben, die Sleepy heißt. Die braucht 0,1 CPU, ein bisschen Memory, soll eine Instanz haben und soll schlafen. Also 100 Sekunden soll dieser Task starten. Und das kann ich machen. Und ich kann jetzt auch sagen, also ich kann mir angucken, wie geht's dem. Ich kann mir in seinen Standard Out und seinen Standard Error kann ich reingucken. Und ich sehe, okay, gut, das Ding ist geforkt worden, also der Prozess ist geforkt worden und schläft seitdem. Also nicht sonderlich viel passiert. Aber ich kann noch mehr konfigurieren. Ich kann jetzt sagen, okay, ich könnte einen Container verwenden, ich könnte einen Docker-Container verwenden, ich könnte ein anderes Containerformat verwenden, ich kann Networking-Settings machen, ich kann Umgebungsvariablen definieren, ich kann Health-Checks definieren. Ist jetzt für ein Sleepy-Task nicht so super interessant, aber werden wir später für unsere Chuck Norris-Anwendung sehen. Und ich kann Placements-Constraints definieren. Das heißt, ich kann sagen, wo darf denn meine Anwendung gestartet werden? Darf das nur in Rechenzentrum A gestartet werden oder nur auf dem grünen Cluster oder darf pro Host vielleicht nur einer gestartet werden? Also wir haben sehr häufig die Anforderung, ich möchte, dass 20 von meinen Instanzen laufen, aber bitte pro physikalische Maschine nur einer. Und dann kann ich sagen Hostname Unique. Also auf jedem nur einer. Und ich möchte jetzt aber sagen, oh, ich möchte, dass 10 gestartet werden. So, dann haben wir jetzt ein kleines Problem, weil wir haben nur 4 Agenten, also 4 Knoten, 4 private Agenten, aber ich möchte 10 haben. Das heißt, dass dieses Deployment, was ich gerade gestartet habe, das wird nie fertig. Okay. Ich hatte gesagt, also an der Stelle würde ich noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen. In dem Dashboard habe ich 5 Agents gesehen, also 5 Agent Nodes und es werden nur 4 gestartet. Das ist ein Konzept von DCOS zwischen privaten und öffentlichen Agenten. Also wenn ich eine App starte, wenn ich die deploye, dann ist die per Default erstmal in meinem privaten Netz auf Private Agents deployed und nur wenn ich das ganz explizit angebe, wird es auf Public Nodes deployed oder halt über einen Load Balancer halt geregelt und nur dann kommt es halt in das öffentliche Netz exponiert. Also diese Tasks werden von außen nicht exponiert. Und nur wenn ich das halt ganz speziell angebe, kommt es halt auf einen Public Agent. Deswegen sind jetzt hier nur 4 gestartet, obwohl ich eigentlich 5 Agents in meinem Dashboard gesehen habe. Okay, aber schließen wir unseren Sleepy Task mal wieder ab, weil den brauchen wir jetzt noch nicht. Das Gleiche kann ich auch für Jobs machen. Also genau das Gleiche, was ich mit Container, für Long-Running-Container machen kann, kann ich auch für Jobs machen. Also geschedulte, entweder Container, die geschedult zu einer bestimmten Uhrzeit, jeden Tag um 12, einmal im Monat oder nur dann einmal, wenn ich drauf drücke, laufen, kann ich genau das Gleiche machen. Ist genau der gleiche Mechanismus dahinter.
Also was bei Service gerade passiert ist, er hat ja 100 Sekunden gesagt, soll er sleepen. Ah, ja. Und was wir eigentlich zwischendrin kurz gesehen haben, also wir haben es eigentlich nicht wirklich gesehen, weil es so schnell war, sobald sozusagen der erste Task fertig ist, sleep 100, returnt er, damit ist der erste Task weg. Da Marathon aber weiß, dass er immer sozusagen 10 Instanzen oder so eigentlich haben sollte, wird Marathon halt hingehen und direkt wieder eine neue starten. Ja. Das heißt, also wir hatten das ganz, ganz kurz gesehen, dass ganz kurz sozusagen nur 3 verfügbar waren, als du das gemacht hast, weil Marathon sozusagen direkt hingegangen ist und als die 100 Sekunden um waren, direkt einen neuen gestartet hat. Ja, also jetzt habe ich Sleep 2 gemacht, so jetzt sehen wir, jetzt ist er kurz weg. Marathon weiß, aber es muss immer einer laufen, egal ob der jetzt Exit 0 hat oder Exit 1, Marathon wird den immer wieder neu starten. Das wäre bei Jobs nicht so, wenn ich bei Jobs sage, ich möchte jetzt heute Nacht um 2 einen Job haben und der soll einmal ausgeführt werden um 2 und dann vielleicht am nächsten Tag wieder um 2, dann würde der halt bei Exit 0 okay sein. Wenn er mit Exit 1 terminiert, dann würde dieser Jobs-Mechanismus hergehen und so lange halt den wieder neu starten, bis er wirklich mit einem Exit Code 0 terminiert. Gut, gehen wir unsere Liste weiter runter. Ich habe Network Configurations, also ich kann Overlay Networks, also so abgefahrene Network-Sachen konfigurieren. Ich kann mir aber auch meine Knoten angucken. Also wenn mich alle meine Knoten interessieren, kann ich das machen. Und ich habe das Universe. Und das Universe ist so eine Art App Store für Cluster. Ich kann hier mit einem Klick Cassandra installieren. Wenn ich das mache, dann dauert das eine ganze Zeit. Und dann später ist Cassandra auf meinem Cluster verfügbar und ich habe im Endeffekt 2-mal in eine Oberfläche irgendwie reingedrückt. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal per Hand gemacht hat, aber das ist nicht so super geil spaßig. Genau das gleiche mit Spark. Ich kann das für ArangoDB machen, ich kann das für Neo4j machen, ich kann das für MySQL machen, für Elasticsearch und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Pakete, die ich installieren möchte. Und ich möchte an der Stelle schon mal MarathonLB installieren. MarathonLB, das ist ein Load Balancer, der wird jetzt genau auf diesen einen öffentlichen Agenten, der in meinem Cluster ist, installiert. Und der ist ein HA-Proxy und der wird seine Konfiguration automatisch danach anpassen, was gerade Marathon, also in diesem Service-Bereich, deployed ist. Und wenn dann ein Request auf diesen Public-Node kommt, dann wird er schauen, wo muss ich denn hinproxyen, was ist in Marathon gerade deployed. Und er wird auch Health-Checks respektieren. Also wenn jetzt ein Service, also das werden wir nachher sehen, den Health-Check nicht mehr passiert, dann würde da kein Traffic hinrouten. Aus dem Grund, dass der Service, dem geht es wahrscheinlich gerade nicht gut, den lasse ich jetzt erstmal in Frieden und vielleicht geht es ihm ja in, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden besser, dann ist er wieder healthy und dann kann ich da wieder Traffic hinleiten. Also das ist, bezieht sich ja nicht nur auf den Service, sondern halt auch auf die Instanzen dahinter. Das heißt, wenn wir halt wie eben diese 10 Sleep-Instanzen haben und unser Magic Sleep hat jetzt irgendein Web-Interface, was wir über MarathonLB exponieren wollen und 3 dieser Container sind halt unhealthy, wird MarathonLB nur zu den 7 healthy Sleep-Containern oder Sleep-Web-Server, was immer das dann wäre, den Traffic hinrouten. Genau. Ja. Okay, aber zurück zu Chuck Norris. Wir schauen uns unsere Chuck Norris Marathon-Configuration an. Wir wollen jetzt nicht nur eine App deployen, sondern wir wollen eine ganze Gruppe deployen. Wir wollen nämlich unsere Datenbank und unseren Java-Service zusammen deployen. Und die Gruppe nennen wir Chuck Jokes. Und in Chuck Jokes sind mehrere Services drin, zum einen unseren Java-Service. Und der hat jetzt eine harte Abhängigkeit auf die Datenbank. Das heißt, diese Konfiguration besagt, der Java-Service, der wird erst von Marathon deployed werden, wenn die Datenbank hochgefahren ist und wenn sie die Health-Checks passiert. Also erst, wenn die wirklich bereit ist, nur dann wird dieser Service gestartet. Ich habe CPU und Memory Allocation, also ich sage, die eine Service soll bitte ein Viertel CPU bekommen und 1 GB Memory. Und ich möchte gerne 2 von meinen Services haben. Und ich habe einen Health-Check konfiguriert. Und Health-Check sagt, es ist ein HTTP-Health-Check, also ich spreche HTTP mit dem Service, der soll auf /health gehen, auf den ersten konfigurierten Port. Gut, wir werden nur einen haben, deswegen soll der auch benutzt werden. Er hat eine Grace-Period, das heißt, wenn der Java-Service hochfährt, hat er 10 Sekunden Zeit, um sich zu initialisieren und erst dann werden die Health-Checks starten, weil der Service natürlich bis ein Surfer-Container hochfährt, das dauert ein paar Sekunden und wir räumen dem eine gewisse Zeit ein, wenn er startet und erst dann wird es gezählt. Ich möchte meinen Health-Check gerne alle 2 Sekunden haben und ich möchte gerne eine Max-Consecutive-Failures-Rate haben. Das heißt, wenn mehr als 10-mal in Folge dieser Health-Check nicht passiert wird, dann wird Marathon den durch einen anderen, also er wird den beenden und woanders einen neuen starten und so halt versuchen, einen healthy Service back zurückzubekommen. Aber Traffic wird
durch MarathonAB ab dem ersten nicht passierten Health-Check schon nicht mehr auf diesen Service draufgeleitet. Ich habe eine Container-Configuration. Ich möchte einen Container verwenden. Ich möchte die Container-Engine Docker benutzen, also die Docker-Runtime, also die Container-Runtime Docker. Das muss ich aber nicht unbedingt. Also was Jörg jetzt nicht erzählt hat, Mesos macht im Endeffekt relativ ähnliche Sachen wie Docker, also auch Change Root, C-Groups und Namespaces. Und es ist im Endeffekt genau das Gleiche, was Docker-Container auch machen. Und es gab viele Anforderungen, die halt gesagt haben, warum muss ich auf meiner Produktion jetzt noch einen Docker-Daemon installieren, wenn Mesos doch eigentlich so was Ähnliches machen kann. Deswegen kann man in der Version, die wir jetzt hier benutzt haben, auch so Sachen machen, dass ich zwar ein Docker-Image verwende, was ich von Docker habe, ganz normal runterlade, aber das halt über einen Mesos-Container-Daemon laufen lasse. So, dann hat man halt eine Runtime-Dependency weniger, wenn man das möchte. Ist aktuell noch Early-Access-Feature und Preview ist es. Preview-Feature? Ja. Okay, also... Mhm. Also wir haben so die drei Stages, die wir haben, ist halt einmal experimental, so hey, kannst damit spielen. Ja. Preview ist, erste Kunden haben es erfolgreich eingesetzt. Kann sein, dass die Dokumentation noch nicht ganz so toll ist und wir haben halt noch keine extensiven Lasttests gefahren. Und das ist halt das, was gerade die großen Kunden gerade mit diesem Mesos Containerizer oder Mesos Container Runtime, nennen wir es, jetzt gerade machen. Ja. Aber Docker ist production ready, haben schon ganz viele Leute benutzt, deswegen benutzen wir es heute auch. Mhm. Wir haben genau das gleiche Image wie eben auch. Und wir haben jetzt ein Port-Mapping. Und wir sagen, es soll Hostport 0 sein, also irgendein random Hostport. Das interessiert uns gar nicht, weil MarathonLB sich später darum kümmert, dass der Traffic über den richtigen Port in den Container reinkommt. Aber ich möchte gern, dass Containerport 8080 verwendet wird, weil da mein Java-Service halt drauf launcht. Ich habe hier wieder meine Umgebungsvariablen, diesmal Service Version 3 und meine JDBC-Konfiguration. Diesmal habe ich IP 3306 auf Port 3306 und das ist eine virtuelle IP. Also ich werde später in der Datenbankkonfiguration sehen, dass ich den explizit so genannt habe. Also wir können gleich mal runterscrollen. Das ist jetzt der Datenbank-Container, das benutzt auch Docker, genau wie der Java-Service auch. Und hier ist das Port-Mapping halt so, dass ein Hostport, wahlfreier Hostport verwendet wird auf den internen Port 3306. Und ich vergebe aber so eine virtuelle IP, die besagt, immer wenn in meinem Cluster versucht wird, auf die IP 3306, auf den Port 3306 zuzugreifen, dann muss das in diesen Container auf Containerport 3306 umgeschrieben werden, dieser Request. Und deswegen kann ich halt hier oben das so verwenden. Ich könnte auch Named Virtual IPs verwenden, also ich hätte das Teil unten auch Database nennen können. Dann hätte ich allerdings hier oben einen, noch, also Database, Punkt, einen gewissen Suffix angeben wollen und es wäre halt ein bisschen lang geworden, deswegen habe ich mich für den IP-Pattern-Weg entschieden. Ich habe eine Upgrade-Strategy. Der Default-Upgrade-Weg in Marathon ist ein Rolling-Upgrade. Und das besagt, wenn ich halt ein Rolling-Upgrade mache, dann sorgt bitte dafür, dass mindestens 85% immer healthy sind. Ich aber maximal 15% mehr Container habe, als ich eigentlich konfiguriert habe. Wir werden später den Service auf 20 hochskalieren. Das bedeutet, Marathon wird immer 3 neu starten, dann 3 alte halt runterfahren, wenn die anderen healthy sind und sich so halt durch rollendes Upgrade durchmachen. Wir haben für MarathonLB auch andere Szenarien, also klassisches Blau-Grün-Deployment kann MarathonLB und so Kanarien-Upgrades gehen auch, dass man sagt, okay, ich starte erstmal so ein paar Container neu und leite nur ein paar Prozent meines Traffics dahin, bis ich mich gut fühle und dann halt mehr Prozent darüber gehen kann in die neue Version. Wenn ich mich nicht gut fühle, halt wieder zurückgehe. Und solche Sachen gehen halt auch. Okay, Datenbank ist relativ einfach. Auch CPU Memory Instances 1. Ich habe jetzt hier Local Volumes konfiguriert, also das, was Jörg gesagt hatte, ich habe jetzt nur ein Local Persistent. Wenn meine Node jetzt wegfliegt, wären meine Daten halt auch weg. Ist in dem Chuck Norris Beispiel jetzt ein bisschen, ja, da kommen die Witze ja immer mitgeliefert mit dem Image, da braucht man jetzt eigentlich gar kein Storage. Aber so würde halt eine Konfiguration aussehen, um halt dieses Local Persistent Storage zu machen, dass halt, wenn der Container umfällt, der Datenbank-Container, dann würde Marathon versuchen, den auf genau den gleichen Daten wieder neu zu starten, damit die Daten halt nicht nochmal repliziert werden müssten im Falle von Elasticsearch oder sowas. Und das war's auch schon. So sieht es aus. Es ist ein bisschen mehr Konfiguration, als man es jetzt bei Docker Compose gesehen hat, aber wir haben ja auch mehr konfiguriert. Ne? Also wir haben Health-Checks konfiguriert, wir haben Dependencies konfiguriert und so weiter und so fort. Und das kann ich jetzt deployen. Also ich könnte es über die UI deployen, ich kann es kopieren und das in die UI rein kopieren. Ich kann es aber auch über eine CLI machen. Ich kann sagen, dies hier ist Marathon Group, ich möchte ja eine Group adden, und dann sage ich marathonconfiguration.json.
sagt mir meine CLI jetzt, jawohl, das habe ich gemacht und gibt mir eine Deployment-ID zurück. Wenn ich jetzt in die UI gehe, sehe ich, oh, da passiert ja eine ganze Menge. Nämlich die Datenbank wird gerade deployed, also der Container wird runtergeladen, dann hochgefahren, dann diese ganzen Witze da reingesteckt. Und wenn das dann der Fall ist, dann würde letztendlich diese zwei Java-Instanzen gefallen. Okay, der erste ist schon müde. Es ist dunkel im Raum. Ja. Alles gut. In der Zeit können wir vielleicht nochmal ein bisschen auf die Tasks angehen. Also das Teil ist jetzt unhealthy, das ist hochgefahren, hat noch kein Health-Check passiert, weil der Datenbankcontainer noch nicht da ist. Und ich könnte jetzt hier in den Task reingehen, mir diese eine laufende Instanz anschauen. Ich kann mir sehen, das ist auf diesem Node mit der IP 10.03.116 hochgefahren, hat dann den echten Port auf dem Blech 1.1.2.2.3 bekommen, hat hier so ein paar Metainformationen noch und hat Logs. Und die Logs kann ich mir anschauen. Ready for Startup. Ich könnte mir genau die gleichen Informationen aber auch über die CLI geben lassen. Ich könnte sagen, DCS Marathon Task List. Dann würde ich alle laufenden Tasks zu Gesicht bekommen. Und da könnte ich mir jetzt zum Beispiel für so einen Java-Service mal anschauen, DCS Task Log für diese Task-ID. Und dann würde ich halt den Standard-Out von dem Task bekommen. Okay, also halt hier diesen Spring Boot. Ich bin jetzt hochgefahren. Output. Das könnte ich auch mit --follow machen, also so wie ein Tail-F auf die Logs. Ist für Debugging immer sehr hilfreich, dass man sich halt in seinen Container rein loggen kann, so als wenn es lokal laufen würde. Okay. Das Schöne ist, ich muss mir keine Gedanken machen, wo das jetzt läuft. Das heißt, ich muss nicht auf irgendeine bestimmte Node drauf SSH'en und mir dann den Output holen. Genau, ja. Also das geht nicht nur, also das war gerade Standard-Out von diesem einen Task, das geht auch mit Standard-R und anderen Files aus diesem Change-Root, da ist man relativ frei. So, wenn wir jetzt auf unsere Public-Domain von diesem Service gehen, dann sehen wir jetzt, okay, ich habe Service Version 3 und ich habe wieder andere IPs und mit 2 ist es halt noch so ein bisschen, da ist das Load-Balancing noch nicht so super toll, aber Chuck Norris trinkt Espresso zum Einschlafen. Aber wenn ich das jetzt hochskaliere, ich sage DCS Marathon App Update und dann sage ich, also die Gruppe Chuck Jokes Service, kann ich sagen Instances gleich 20. Da würde ich jetzt mit dem Befehl auslösen, dass ein Deployment angestoßen wird, was mir den Instance Count von dem einen Service auf 20 erhöht. Wenn wir jetzt wieder in das UI gehen, sehen wir, okay, es hat sich was getan. Es sind eine ganze Menge Tasks von diesem Java-Service dazu bekommen. Die sind jetzt alle relativ unhealthy. Das heißt, da würde jetzt noch kein Traffic hingeleitet werden, sondern nur zu unseren zwei Initialen. Und wenn da jetzt ein paar mehr healthy sind, dann könnten wir nochmal auf den geproxyten Endpunkt gehen. Und dann würden wir jetzt tatsächlich sehen, okay, das verändert sich. Ja, also da antworten unterschiedliche Hosts, da kriege ich bei den Unique-IDs unterschiedliche Sachen. Also das ist wirklich geload-balanced, da antworten andere Java-Anwendungen. Und wir haben jetzt gerade mit einem Befehl auf 20 hochskaliert, über eine CLI, die man vielleicht auch an eine Automatisierung anbinden kann und dann halt nicht mehr jemand irgendwann mitten in der Nacht aufstehen muss und irgendeinen Java-Service neu starten muss, weil er gerade kaputt gegangen ist oder sowas. Das ist schon relativ einfach. Aber was passiert, wenn jetzt wirklich was kaputt geht? Nicht? Also wenn jetzt jemand hingeht und so einen Service unhealthy macht. Und da können wir jetzt mal über curl, können wir uns unseren Health-Check mal abholen. Und das ist jetzt geproxied. Ne? Also ist relativ, also sieht man nicht so gut, das sieht man hier ganz klein, kommt healthy zurück. Ne? Also wenn get of health, return healthy. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich mache kein get, sondern ich mache mal ein put. Put haben wir ja gesehen im Java-Code, der toggelt das. Also dieses Boolean ist dann nicht mehr true, sondern false. Und würde halt dann, okay. So ist das korrekt. Sondern würde halt dann false zurückgeben. Und ich habe jetzt dreimal getoggelt. Da steht dann toggled, no, healthy, false. Und wenn wir jetzt in unser Dashboard, also in unserer Übersicht zurückgehen, müssten wir, hier sind zwei unhealthy, und irgendwo anders. Hier ist noch einer unhealthy. Was jetzt passiert, dass dieser Health-Check halt genau 10-mal angeschaut wird, der wird sich jetzt nicht wieder healthy umstellen, wenn wir nicht genau auf den wieder put machen.
Und jetzt ist er schon wieder weg. Dann wird sich halt genau 10-mal angeschaut werden. Und wenn er halt 10-mal in Folge fehlschlägt, dann wird der halt Marathon durch einen anderen ersetzt werden. Das können wir nochmal machen. Wo ist er? So. Hier. Da ist er. Also der ist jetzt, der passiert die Health Checks nicht. Da können wir mal in die Logs reinschauen. Da würden wir jetzt in den Logs wirklich halt das Mal sehen. Also da fliegt wirklich die Runtime Exception. Marathon schaut sich das, wie gesagt, 10-mal an und würde den halt dann durch einen gesunden Task woanders wiedererstellen. Also da wurde er gerade abgeschossen. Hier ist jetzt einer, der war gerade unhealthy, weil er neu gestartet ist. Und der würde halt durch einen healthy ersetzt werden. Okay, also wir haben gesehen, was passiert, wenn es einem Container nicht schlecht geht. Aber wir haben auch davon gesprochen, was passiert bei einem Rolling Upgrade. Und für das eine Rolling Upgrade würde ich jetzt einfach mal eine Umgebungsvariable ändern. Also ich ändere jetzt einfach Service Version von 3 auf 4. Es könnte auch eine sinnvollere Variable sein, die ich ändere, zum Beispiel die Datenbank-URL. Aber auch das würde ein Deployment auslösen, weil vielleicht hat Service Version 4, das hat ja auch eine Auswirkung auf alle meine Java-Services. Immer ist es Bestandteil von jedem Response, den mein Service rausschickt. Und was jetzt passiert ist, es kommen 3 neue Instanzen dazu. Also ich habe jetzt 23 laufende Instanzen und 3 alte werden dann runtergefahren. Und wenn wir jetzt auf diesen Endpunkt gehen, dann ist es immer so ein Mix. Ne? Achtet mal auf Version. Also manchmal antwortet eine 4. Wenn wir Glück haben, antwortet jetzt noch eine 3. Also es ist wirklich ein Rolling Upgrade. Wie gesagt, wenn man jetzt die harte Abhängigkeit hat, man muss ein blau-grün Deployment machen. Auch mit so Späßen, dass halt alte Sessions auf die alten Nodes geleitet werden und so weiter und so fort. Dafür wird es auch Lösungen geben. Ist halt nicht der Default in diesem Marathon Scheduler. Okay, dann muss ich mal kurz spicken. Also in diesem, wenn ihr euch den Source Code in diesem GitHub Repo anschaut, dann ist auch alles das, was wir euch hier zeigen, auch da unten nochmal mit Teil davon. Okay. Wenn wir jetzt noch einmal zurück kurz in das Universe springen, können wir Zeppelin installieren. Wer kennt Zeppelin? 2, 3, okay. Zeppelin ist im Endeffekt ein Web-Notepad, wo ich Scala-Code reinschreiben kann, der dann hinten dran in Spark-Jobs übersetzt wird. Und das ermöglicht mir in meinem UI MapReduce-Jobs zu schreiben. Und wenn ich dann auf Run drücke, wird hinten dran wirklich ein Spark-Cluster, also Spark-Jobs gestartet in meinem Cluster und halt dann MapReduce gemacht. Und in unserem Fall möchten wir gerne Word-Count auf Chuck Norris-Witze machen. Also wir sind ja auf der JVM, das heißt, wir können JDBC-Connector ansprechen. Also der Grund, warum ich jetzt schon was erzähle und euch noch nichts zeige, ist, das braucht ein bisschen, um hochzufahren. Und wir würden gerne dann Word-Count machen. Das heißt, wir werden alle Witze aus der Datenbank in Memory laden, wir werden alle Witze in einen langen String zusammen konkatenieren, dann machen wir so ein paar Zeichen raus, die halt keinen Sinn haben, wie Punkt, Komma, Apostroph und so ein Krempel. Und dann machen wir halt das, was Word-Count ausmacht. Das heißt, ich splitte diesen String bei einem Leerzeichen und für jeden Wert dann in diesem resultierenden Array mache ich halt einen Tupel von diesem Wort zu 1. Das ist der Map-Schritt und im Reduce-Schritt addiere ich Werte von Tupeln auf, die den gleichen Key haben. Also genau das Paradebeispiel, wo man halt MapReduce sicherlich schon mal gesehen hat. Das dauert jetzt leider ein wenig. Okay, wir können schon mal reinschauen. Es ist schon running. Hm? Und jetzt gibt es hier einen Knopf, den ich immer nicht finde. Hier. Open Service. Okay, Open Service. Ja, wenn du im Zeppelin drin bist, oben rechts Open Service. Ah, gut. Der war jetzt nicht gerade klein, den hätte man sehen können, nicht? Ach. Genau. Und so sieht Zeppelin halt auch. Und das Schöne ist, man kann halt solche sogenannte Notepads halt verwenden. Das ist schon mal also vorbereitet, da kann man dann immer so oben auf Play drücken und sich dann so durch so ein Tutorial durchhangeln. Für Chuck Norris habe ich so ein Notebook schon mal vorbereitet. Das ist in Workspaces Zeppelin. Und hier ist diese Chuck Norris-Analyse. Und das ist genau der erste Schritt. Ich lade meine Dependencies und dann kann ich hier oben auf Run drücken. Dann wird das, was ich da reingeschrieben habe, in Java Bytecode übersetzt und ausgeführt. Und das ist dann fertig. Und hier drücke ich auch schon mal auf Play, weil das dauert eine ganze Weile. Und was hier passiert, ich mache
eine Java, also eine JDBC-Connection aus. Hier habe ich genau die gleichen Mechanismen zur Verfügung wie in dem Rest von DCOS auch. Also ich kann auch Virtual IPs verwenden, Named Virtual IPs und den ganzen Service Discovery Mechanismen, die wir in ganz DCOS zur Verfügung haben. Und dann sieht mein Job so aus, dass ich select from jokes where language English, also ich möchte nur englische Witze haben, weil davon habe ich mehr als deutsche Witze. Ich lade davon alles in mein Memory rein. Ich mappe das aber später nur auf den Witz. Also mich interessieren nur Witze, was mit der Sprache ist und was mit der ID ist, das interessiert mich nicht so ganz. Ich schmeiße dann im ersten Schritt diese Zeichen raus, die mich nicht interessieren und splitte das halt bei einem Leerzeichen. Das Ergebnis von dieser Operation wäre halt eine Liste von Worten. Dann filtere ich die raus, die länger sind als drei Zeichen und dann mache ich den Map-Schritt. Also ich mache das Tupel von Word nach 1. Mache ich ein Reduce by Key, das ist im Endeffekt eine Aufsummierung von allen Werten pro Wort und dann speichere ich das wieder in so einen Data-Table rein. Und den nenne ich dann WordCount. Und im letzten Schritt kann ich wieder so SQL-like darauf zugreifen, da drücke ich auch schon mal auf Run. Ich sage nämlich Select Word and Count from WordCount, Order by Count. Also ich möchte absteigend alle Ergebnisse haben und davon dann halt maximal 20. Und dann sehen wir, wer hätte gedacht, Chuck ist das häufigste Wort in den Chuck Norris-Witzen. Danach kommt Norris. Dann kommen so ein paar with that, when, bla bla, once, because. Ah, hier ist Roundhouse. Okay, also 226 Mal kommt Roundhouse drin vor. Und dann gibt es noch so eine schöne Korrelation später. Das sind alles so ein paar Füllworte. From, just, will, doesn't have, kick. 162 Mal kommt kick, aber gleich danach kommt face. Also da muss es auch irgendeine Korrelation geben in den Witzen. So dass es irgendwie zusammenspielt. Und das ist zwar eigentlich ganz lustig, aber was wir im Hintergrund gemacht haben, wir haben einen Spark-Cluster bemüht, unsere ganzen Witze aus der Datenbank rauszuladen, ein verteiltes MapReduce zu machen und dann wieder zurück in so ein Data-Table zu speichern. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man mal von den Chuck Norris-Witzen absieht. Okay, aber das ist so der grobe Demo-Bereich und das ist so der Punkt, wo wir sagen, okay, cool, wir haben einen Prototypen am Laufen, aber was bedeutet das eigentlich, wenn wir den jetzt am Laufen halten wollen? Das ist der Punkt, wo wir wieder einmal kurz zurückspringen würden. Die Frage vielleicht, ich glaube, es kommt jetzt gerade die Pizza. Ja. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt noch so 7 bis 10 Minuten vielleicht, das halten wir noch durch. Und dann gibt es auch die Pizza und mehr Getränke. Okay, cool. So. Keep it running. Keep it running. Ja, dann gehe ich wieder weg. Genau, also das ist nämlich das, was ich bei den meisten Demos halt so unschön eigentlich finde. Man hat das einmal am Laufen und jeder ist dann, yeah, hurray, UI ist da, alles glücklich. Was wir hier schon gemacht haben, es sind sozusagen schon die ersten Schritte, wir haben ja wirklich Upgrades gemacht, was das ist, was ich halt wirklich in Produktionsclustern doch häufiger mal habe. Und die andere Sache, wo ich halt sozusagen auch involuntary Upgrades habe, sind einfach Failure. Und wenn wir uns diese Struktur nochmal angucken, da sind eine ganze Menge Redirects drin. Also wir haben auch hier unten so ein bisschen was noch übersprungen, wo dann halt der Mesos-Agent ist. Dann gibt es zum Beispiel noch den Executor, der sozusagen hier meine Applikation, also meinen Java-Prozess dann sozusagen monitort, dass der gerade noch am Laufen ist. Und all das ist dafür ausgelegt, dass ich halt wirklich jeden einzelnen Teil kann sozusagen fehlen, ohne dass er das System runterbringt. Also wenn wir hier unten mal anfangen, das haben wir ja gerade schon gesehen, wenn hier sozusagen mein Java-Task unhealthy wird, wird mein Marathon-Scheduler den sozusagen neu starten. Genauso wenn der Executor nicht mehr da ist, wird auch Marathon sozusagen hingehen und den irgendwann neu starten. Wenn der Mesos-Agent, das ist sozusagen der auf Not ist sozusagen, dass der Agent, der alle diese Task und Exekutoren, die auf dieser einen Not laufen, sozusagen verwaltet, auch der kann sozusagen fehlschlagen. Was passieren wird, ist hier all diese Exekutoren und Tasks, das heißt, mein Java wird weiterlaufen, mein Webserver wird weiterlaufen, die User können sogar noch drauf zugreifen und der wird sozusagen dann auch automatisch neu gestartet. Und das erlaubt mir sozusagen auch ganz einfach, ich kann diesen Mesos-Agenten nicht einfach updaten, während das System weiterläuft. Das heißt, ich kann sozusagen von einer Mesos, von einer DCOS-Version auf die nächste gehen, während halt hier unten meine sozusagen Applikation weiterläuft. Bei den Mastern ist es so, die können auch, also erstmal, wir haben normalerweise ein HA-Setup, das heißt, wir haben entweder 3 oder wenn wir es richtig machen wollen, 5 Master sozusagen am Laufen, die von einem Zookeeper-Quorum
sozusagen gebackt sind. Und sobald einer dieser Master ausfällt, wird direkt sozusagen ein neuer gewählt. Die Agenten melden sich bei dem neuen Master an, die Scheduler melden sich beim neuen Master an und alles läuft halt genauso weiter. Ähnlich halt bei den Schedulern. Scheduler sind ja auch Komponenten, die auch sozusagen ein Failure haben können. Das heißt, entweder die Note ist weg oder ich habe vielleicht irgendwo einen Bug drin in meinem Scheduler und der wird halt neu gestartet. Dann kann der sich halt genauso wieder bei dem Master anmelden und alles läuft wie gehabt weiter. Das heißt, wir haben in diesem ganzen System sozusagen keine Komponente, die nicht fehlschlagen kann, weil einfach alles automatisch neu gestartet wird. Und halt durch diese Indirektion, dass sozusagen nicht der Scheduler, das Marathon nicht direkt halt unten mit seinem Executor redet, können wir auch ganz einfach sozusagen jede dieser Komponenten ersetzen. Also das ist so ein bisschen halt, diese Indirektion ist die Kost dafür, aber die ermöglicht es mir halt einfach diese Flexibilität zu haben, weil ich keine direkten Abhängigkeiten habe. Die meisten Scheduler werden ja auch über Marathon gestartet. Also wenn wir jetzt, wir haben eben gesehen, wir haben Zeppelin über Marathon gestartet. Zeppelin ist ja ein Spark-Scheduler, der Spark-Job scheduled. Wenn wir jetzt den Cassandra-Scheduler hätten, der wird typischerweise auch über Marathon gestartet. Und Marathon würde sich darum kümmern, dass es diesem Scheduler immer gut geht. Und wenn es dem Scheduler nicht mehr gut geht, der halt Wissen hat, wo sind meine Cassandra-Nodes, wie geht es denen, muss ich mit denen denn was machen, dann würde Marathon den neu starten. Marathon wiederum ist halt auf jedem Knoten, wo ein Mesos Master installiert ist, ist ein Marathon installiert und so weiter und so fort. Also auch da. Das ist sozusagen das DCOS-Szenario. In DCOS benutzen wir Marathon sozusagen als den Init-Service auch, weil er einfach dafür verantwortlich ist, immer diese eine Instanz meines Schedulers auch am Laufen zu haben. Und deshalb ja in der Betriebssystem-Analogie ist es sozusagen das Init-System. Day-to-Operations, also das sind jetzt halt diese ganzen Themen, die wir eigentlich bedenken sollten, wenn wir das Ganze am Laufen halten wollen. Das eine ist halt Monitoring und Logging, das haben wir ja gerade teilweise schon gesehen. Auch beim Monitoring gibt es sozusagen einfach Systeme, dass wir sowohl halt die Node-Level-Metrics, die Application-Metrics, die Container-Metrics alle sozusagen in einem Uniform-Interface abgreifen können. Logging hatten wir gesehen. Maintenance, das sind dann einfach so Sachen genau wie Upgrades, Network Policies. Zum Beispiel kann ich auch sagen, wenn ich jetzt meine App deploye in einem Netzwerk, alles, was in diesem Netzwerk läuft, was vielleicht mein Produktionsnetzwerk ist, darf nicht mit den Sachen reden, die in meinem Testnetzwerk sind. Das heißt, ich kann sozusagen eigentlich den gleichen Stack zweimal deployen und kann mir sicher sein, dass meine Produktions- Chuck Norris-Anwendung, Spring Boot-Anwendung, nicht mit meiner Test-SQL in meinem Testnetzwerk reden kann, weil sie einfach netzwerktechnisch voneinander getrennt sind durch verschiedene virtuelle Netzwerke. Dann halt auch Troubleshooting, das heißt, wie kann ich rausfinden, wenn irgendwas fehlschlägt? Also das ist ja auch keine Magic Bullet, da wird auch irgendwo werde ich mal Failure haben und das heißt, wie kann ich dann einfach Sachen debuggen? Und da sind dann halt genauso Sachen, dass ich muss nicht erst nachgucken, wo irgendein Task läuft. Wir haben auch in der nächsten Version, also das, was wir gerade gesehen haben, waren 1.8 Cluster. In der nächsten Version haben wir auch einen Command wie Task Exec. Das ist halt ähnlich wie halt das Docker Exec, mit dem Unterschied, dass ich nicht erst auf die Node SSH'en muss. Also in großen Produktionsclustern haben wir zum Beispiel auch das Problem, dass das soll ja ein Developer debuggen können, aber der Operator will dem natürlich nicht den SSH-Key geben, dass er auf die Maschine gehen kann und dann Docker Exec machen kann. Das heißt, wir haben halt ein DCOS Task Exec implementiert, was halt auch mit allen ACLs etc. geschützt ist. Das heißt, der Operator kann halt dann wirklich definieren, der Developer darf nur auf seine eigenen Container zugreifen und hat halt nicht den SSH-Zugriff auf die gesamte Node oder auf alle Docker-Images, die auf dieser einen Node halt laufen. Und vielleicht nur noch ganz schnell da einmal durch, damit wir dann auch zur Pizza kommen, die ist da, oder? Ach so, okay, dann rede ich wieder langsamer. Einfach vielleicht noch so ein paar Sachen, so ein paar Erfahrungen zusammengefasst. Also sozusagen Best Practices. Und das eine ist halt genau das, was wir vorhin angesprochen haben über Deployments. Also man sollte sich wirklich von Anfang an Gedanken drüber machen, wenn ich das System aufsetze, wie kann ich das System upgraden, wie kann ich meine Applikations upgraden. Und das schließt auch zum Beispiel so Sachen ein, wie tagge ich meine Docker-Images. Das heißt, ich habe es häufig gesehen, dass Leute dann halt immer das neueste Docker-Image mit dem Tag latest pushen. Und das ist eigentlich sehr, sehr
schlecht, weil zum einen kann ich es halt nicht unterscheiden. Ich kann nicht feststellen, was läuft da jetzt eigentlich gerade auf meinem Cluster, weil alles den Tag Latest hast. Also ich soll wirklich hingehen und alle meine Docker-Images explizit taggen, damit ich auch nachher einfach gucken kann, damit ich sozusagen auch bei, allein wenn es dann um das Thema Audit-Logging geht, ich weiß nicht, für wie viele das ein Thema ist, damit ich nachher halt auch immer feststellen kann, welche Version lief da jetzt gerade eigentlich in meinem meinem Cluster. Und wo ist vielleicht auch gerade der Fehler aufgetreten? Dann das Thema Service Discovery. Also wir haben das ja nur gerade kurz gesehen mit den Virtual IPs. Es gibt verschiedene Mechanismen, mit denen ich halt Service Discovery machen kann in meinem Cluster, die halt alle für verschiedene Szenarien halt gut sind. Also die Virtual IPs, die sind super. Das ist ein verteilter Load Balancer auch. Das heißt, über diese Virtual IP spreche ich halt nicht nur eine Instanz an, sondern wenn ich halt meine 10 Sleep-Instanzen wieder dahinter habe, kann ich halt auch Load Balance meine 10 Sleep-Instanzen ansprechen. Ist aber nur ein Layer 4 Load Balancer, das heißt, wenn ich halt irgendwo Layer 7 Load Balancer brauche, weil ich halt irgendwie Session Support brauche, dann sind wir halt eher bei dem Marathon LB oder halt ein Wrapped HA Proxy, den es jetzt auch sozusagen neu gibt. Das heißt, das ist halt auch ein Thema, über das man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte. Was brauche ich halt für Service Discovery? Das heißt, mit welcher Service Discovery Solution will ich halt auch meine Applikation sozusagen oder meine Architektur aufbauen? Monitoring und Logging haben wir ja auch gerade schon kurz angesprochen. Beim Monitoring, DCUS bietet mir halt diese Mittel an, damit ich alle Logs aggregiert sammeln kann. Aber es ist halt sinnvoll, dass man dann halt auch wirklich in allen Applikationen möglichst ähnliche Log-Statements halt auch rausgibt, weil ganz einfach sonst habe ich keine Chance, nachher über verschiedene Applikationen verschiedene Sachen zu aggregieren. Das heißt, dass man sich halt wirklich in der Architektur auch festlegt, was fürs Metrics will ich exposen und wie will ich vielleicht auch meine Log-Statements haben, dass das gleich oder zumindest ähnlich zwischen verschiedenen Services ist. Deployments, wie gerade schon gesagt, Version Configurations, also dass ich immer weiß, welche Version läuft jetzt gerade in meinem Cluster. In Produktionsclustern würde ich eigentlich auch nicht hingehen und übers Universe irgendwo klicken und was installieren. Das, was das Universe eigentlich macht, das generiert mir sozusagen das JSON, was wir auch gerade schon gesehen haben. Und wenn ich halt irgendwas in Produktion laufen lasse, sollte ich das von irgendeiner JSON-File laufen lassen, die ich halt auch irgendwo im versionierten Storage habe, dass ich halt immer weiß, da läuft gerade die App-Definition mit dem und dem, die in dem und dem Commit zum Beispiel reingekommen ist, damit ich wiederum genau feststellen kann, was läuft da eigentlich gerade in meinem Cluster. Auch mit den Registries, das war auch gerade, glaube ich, weshalb Zeppelin so lange gebraucht hat. Es war halt in Staging, weil er sich gerade das Docker-Image von dem Public Docker Repo vom Docker Hub gezogen hat. Und was ich in Produktionsszenarien halt habe, ich habe meine Private Registry, die in meinem Cluster drin läuft. Es macht das erstens schneller und es zweitens auch gibt es mir halt mehr Kontrolle, welche Docker-Images ich da jetzt gerade eigentlich anbieten will. Resource Limits, ich sollte eigentlich immer ein Maximum sozusagen setzen, wie viel meine Applikation ziehen kann, damit die nicht plötzlich den gesamten Cluster übernimmt. Und da vielleicht auch noch gerade eine Sache, ich weiß nicht, ob das dann auf den nächsten Slide kommt. Das ist auch was, wo ich echt bei Docker aufpassen muss. Das heißt, Docker ist super drin, mir meine Festplatte voll zu müllen, weil es ganz einfach noch alle Images, ich sehe da hinten auch nicken, weil es einfach alle Images etc. auch auf der Festplatte vorbehält. Was wir da empfehlen, es gibt von Spotify, einfach mal gucken, Docker Cleaner oder ich weiß nicht genau, GC irgendwas, also einfach mal danach googeln. Das ist halt das, was wir häufig auf diesen DCUS-Clustern einfach laufen lassen, was sozusagen periodisch mir meine nicht mehr genutzten Docker-Images sozusagen wegräumt, weil ich will natürlich immer eine Balance haben. Ich will nicht jedes Image direkt wegschmeißen, weil wenn der Container direkt neu startet, ist es super, dass das Image noch gecached ist, aber halt auf Dauer will ich auch nicht, dass meine Festplatte nur mit Docker-Images zu ist. Upgrades hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen. Ja, Service Discovery ist eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt verschiedene Lösungen, die man sich dann auch angucken kann. Und für verschiedene Szenarien sind dann halt genau verschiedene Lösungen sozusagen das richtige Tool. Monitoring und Logging, ja genau. Ich sollte einfach gucken, dass ich konsistente Logs hinbekomme. Und auch einfach, also eine Sache ist ja auch, wenn meine Node weg ist, muss ich irgendwo sicherstellen, dass ich immer noch an meine Logs rankomme. Das heißt, häufig sieht man dann halt so einen Elk-Stack zum Beispiel, einfach als Setup, wo ich meine Logs dann aggregiert sammeln kann, damit selbst wenn halt meine Node
jetzt fehlt. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Applikation so schlecht geschrieben habe, dass die halt meine ganze Note mit runterbringt, würde ich halt nie die Logs sehen. Und dass man sich dann halt überlegt, halt einen zentralen Log-Service zu haben, dass man trotz Note-Failures noch an die Sachen rankommt. Das ist vielleicht, wo wir vorhin über Container gesprochen haben und ich noch nicht sehe, ob die Pizza da ist, vielleicht noch ein Hinweis, was man sich bewusst machen kommt. Okay, dann ist das auch, glaube ich, mein letzter Satz. aber da vielleicht noch kurz, also das sollte einem auch immer bewusst sein, dass Docker keine virtuelle Maschine ist. Das heißt, Docker oder also Container allgemein, das sind Prozessgruppen, die auf demselben Kernel laufen, die zwar durch C-Groups, Namespaces etc. voneinander isoliert sind, aber das läuft immer noch auf demselben Kernel. Das heißt, wenn ich es halt schaffe, mit dem Docker-Image den Kernel etc. irgendwas runterzubringen, sind halt alle Images auf derselben Maschine vertreten. Und da ist immer so mein Beispiel, ich würde zum Beispiel nie Produktionsworkload von Pepsi und Cola nur durch Docker-Container auf derselben Node laufen lassen. Und das bringt uns dann auch zu der letzten Slide und zu Fragen und damit auch gleich zu Pizza. Gern sonst auch Fragen nachher noch, während wir am Pizzaessen sind. Da ist die erste Frage. Also genau, also die Frage war gerade, ich habe da hinten das Zeichen, ich soll die Frage gerade wiederholen, ist sozusagen das Monitoring von den Allocations versus den wirklich genutzten Ressourcen. Das heißt, was DCOS mir in dem UI, was wir auch vorhin anzeigt, ist sozusagen die maximale. Das ist halt das, was ich angegeben habe, dass ich halt sage, du darfst 0,1 CPU maximal benutzen, du darfst maximal 20 Gigabyte oder was auch immer Johannes da konfiguriert hat, benutzen. Und das ist halt das, was wir als Allocation bezeichnen und das, was du gerade gefragt hast, dann sozusagen die Actual Usage. Es gibt Metric Endpoints, die mir genau das sagen. Ich glaube, Johannes implementiert da gerade sogar was, was das sozusagen leichter verfügbar macht. Und das ist halt genau das, was ich sozusagen implementieren würde. Ich hätte irgendein Monitoring-System, was immer ich da nutzen möchte, was sozusagen diese Metrics Endpoint anhört und sich auch genau dieses Ratio von genutzten zu allokierten Ressourcen anguckt. Weil, also ist der Unterschied jedem bewusst, allokierte und wirklich genutzte Ressourcen. Und es ist halt schlecht, wenn ich irgendwo bei 0,95% bin, weil das heißt, wenn ich nur ein ganz bisschen mehr Ressourcen nutze, dann werde ich das Ressource-Limit hitten und gerade wenn das Memory ist, wird halt mein Container einfach abgeschossen. Das ist vielleicht auch noch was, was anders ist, was ich aus der Java-Welt nicht so kenne. Da kriege ich halt keine Exception sozusagen, hey, kriegst du kein neues Memory, sondern der Container wird ganz einfach abgeschossen. Und das heißt, das ist schlecht. Es ist aber auch schlecht, wenn ich halt ständig irgendwie bei 5% genutzten Ressourcen von meinen allokierten Ressourcen rumdümple, weil dann heißt das, ich waste eigentlich eine ganze Menge Ressourcen, die ich halt nicht für andere Tasks nutzen kann. Hat das die Frage beantwortet? Also wie gesagt, einfach die Metric Endpoints. Gibt es auch relativ viel Dokumentation drüber. In 1.9 ist das 1.9 oder ist das dann 1.10, was du da gerade implementierst? 1.10, okay. Also es wird auch schöner demnächst über die CLI etc. exponiert. Ja? Also die Frage, was ist der Unterschied zwischen DCOS und Mesos? Also DCOS kann man sich vorstellen als eine Distribution um Mesos drumherum, die halt noch eine ganze Menge mehr Tools mitbringt. Wie eben erwähnt, also Mesos selber ist wirklich sozusagen nur der Kern. Das heißt, damit kann ich eigentlich relativ wenig anfangen. Das heißt, was all diese großen Kunden, Twitter, Apple etc. machen, die haben halt alle auf jeden Fall einen Scheduler oben drüber. Das kann dann zum Beispiel Aurora sein. Wer zum Beispiel hier auch Blue Yonder kennt, die nutzen zum Beispiel auch Aurora. Versus wir in DCOS nutzen halt Marathon. Das heißt, da gibt es sozusagen einfach verschiedene Default-Scheduler, die man nutzen kann, damit nicht jeder hingehen muss, sich das selber zusammenstellen muss, damit nicht jeder hingehen muss, zum Beispiel diese ganzen Service-Discovery-Solutions wie diese Virtual IPs sind halt auch nicht direkt in Mesos mit drin, sind einfach ein Konzept sozusagen drumherum, das unterstützt wird von Mesos, aber das ist sozusagen all das, was in dieser Distribution DCOS sozusagen mitkommt.
Die Frage ist, wie Kubernetes mit ins Spiel kommt. Kubernetes ist sozusagen, ist eigentlich auf einem ähnlichen Layer wie dieses Marathon. Das heißt, Kubernetes, IBM macht das zum Beispiel auch, die lassen das auf Mesos laufen. Da könnte ich zum Beispiel mehrere Kubernetes-Cluster auf Mesos deployen. Und Kubernetes selber ist halt, by heart ist ein Container-Scheduler. Das heißt, das ist halt ähnlich das, was wir von der Container-Story gesprochen haben. Die sind jetzt nicht so diese Big-Data-Story. Das heißt, da kann ich halt nicht, also einige probieren, das ist aber sehr, sehr hacky und ich würde es persönlich nicht in Produktion einsetzen, auch diese ganzen Big-Data-Tools darauf deployen, sondern Kubernetes ist halt focused sozusagen in diesen Container-Scheduling-Bereich oder Container-Orchestration-Bereich. Das heißt, das wäre sozusagen auch was, was auf demselben Layer wie Marathon auf DCOS, auf Mesos sozusagen laufen kann. Im Moment sehe ich es nur, dass es auf Mesos eingesetzt wird. Das heißt, ich wäre ein bisschen vorsichtig, es auf DCOS direkt zu deployen. Aber ja, ist sozusagen ein halber Layer drüber. Beziehungsweise ein Layer über Mesos ist vielleicht die beste Antwort. Da hinten eine. Genau, die Frage war nach den Mesos Mastern, dass da immer 3 bis 5 sozusagen verfügbar sind. Ja, es ist immer nur einer aktiv, weil er halt auch einfach nicht viel Arbeit macht. Das wird sich in der nächsten Version wahrscheinlich ein bisschen ändern. Da haben wir dann so auch, gehen wir Richtung Federation, gucken wir, wie schnell das reinkommt. Die Zahl 3 bis 5 ergibt sich einfach sozusagen aus den Failure-Modes, die ich im Zookeeper-Quorum supporten möchte. Mit 3 Nodes in meinem Zookeeper-Quorum, wobei jeder Master halt auch eine Node im Zookeeper-Quorum ist, heißt es, ich kann genau einen Node-Failure sozusagen überleben, weil dann habe ich noch 2 für mein Quorum. Und das heißt, sobald ich halt ein Upgrade mache, wo ich halt einen Master wirklich runternehme, den sozusagen die neue Version draufpacke und dann wieder reinnehme, das heißt, während dieser Zeit, wo ich halt einen eh schon rausgenommen habe, kann halt kein weiterer failen, weil dann hätte ich nur noch einen, was nicht mehr ein Quorum ist. Und das ist sozusagen, weshalb die meisten Produktionscluster allgemein, wenn wir über Zookeeper oder Quorum reden, halt 5 einsetzen, weil da kann ich einen rausnehmen und ich kann während der Zeit, wenn ich den einen für Maintenance, Upgrades etc. rausgenommen habe, kann ich halt trotzdem noch einen Node-Failure so zur selben Zeit überleben. Okay. Also die Frage war, wie ist die Gesamtlast, also wie sozusagen, dass nur einer aktiv ist, dass die Skalierbarkeit des Systems beeinflusst. Also von der Load selber, klar, sobald ich halt anfange, diese ganz großen Cluster wie 10.000 Nodes, die haben einen relativ großen Master und die gucken sich halt auch schon die Konfiguration ein bisschen genauer an. Also sobald wir über irgendwas zwischen 2000 und 5000 Nodes reden, sollte man sich dann genauer die Konfiguration angucken und da ein bisschen rumspielen. Aber bis dahin und selbst halt diese großen 10.000 Node-Cluster laufen halt ja mit einem aktiven Master. Also es stellt nicht wirklich ein Problem dar. Das Hauptproblem ist halt eher eigentlich so, wie kann ich meinen Cluster über verschiedene Fault-Domains, über verschiedene ja, Data-Center verteilen? Wie kann ich sozusagen mein Zookeeper-Quorum verteilen? Das ist eher dann meistens die Herausforderung, weil ich halt nicht will, dass all meine Master in derselben Availability-Zone laufen, weil wenn die aus irgendeinem Grund mal weg sein sollte, wäre halt mein Cluster, also Cluster vielleicht läuft der noch, weil meine Agents in anderen Availability-Zones sind, aber ich könnte ihn halt nicht mehr kontrollieren, weil alle Master oder das Quorum an Mastern weg ist. Pizza? Ja. Johannes und der Jörg sind noch ein bisschen da, das heißt, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir rausgehen und Pizza essen, weil die Pizza, die wird kalt und der Jörg und der Johannes, die sind länger warm wahrscheinlich. Ich habe noch eine ganz kleine Bitte an euch, und zwar die Katja von Synix, die das Ganze hier immer organisiert, die ist heute leider krank. Deswegen wäre es voll cool, wenn ihr, wer noch Lust hat, auch sein Gesicht bei Twitter zu sehen, der Katja so ein Get Well Soon von vorne aufgenommenes Bild twittern könnten. Wer unbedingt nicht bei Twitter sein möchte mit seinem Gesicht, darf natürlich gerne vorher schon mal rausgehen. Aber cool, wäre es natürlich trotzdem, wenn alle mitmachen, und das braucht mal kurz ein Bild von allen und ich mache das Licht an, Achtung. Wir haben sonst auch noch was für euch. Cool.
Hier, also die fleißigen Fragen stellen, das haben wir jetzt vorhin nicht gesagt, aber wir haben ein paar T-Shirts mitgebracht. Und für alle, die die Fragen gestellt haben, könnt ihr euch ein schönes T-Shirt. Wir haben auch ganz viele Sticker dabei, also wenn ihr euch Sticker mitnehmen wollt, macht das bitte gerne. Wir machen immer so ein lustiges Spiel, also wer Sticker, viele Sticker mitnimmt und das auf 5 Laptops seiner Kollegen draufklebt, das fällt Twitter, dem schickt man nochmal so ein paar T-Shirts. Ja, ich habe schon ein Shirt exakt gehört. Ja, genau. Also, holt euch mal T-Shirts. Wir haben auch schon auf 5 Frauen. 5 neue. Ja. Nein, also 5 physische Maschinen, nicht 5 auf einen. Ja, und dann machen wir noch das Twitter. Das wäre voll cool. Ich mach mal Licht an, keiner schrecken. Vielen Dank, dass ihr lange durchgehalten habt. Danke für das Geld. Der ist uns an uns abgedrückt. Ja, der hat sich auch nicht ferngesteuert, Leute. Ich hab gerne noch ein Bier oder sowas und stell noch Fragen. Das ist ja nicht so nicht. Ich hab den Ding. Ich hab den Ding. So, oder? Ich hab den Ding.